Wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich den guten Klepp mit dabei und wir schauen mal wieder japanische Werbung. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange, oder? Fangen wir an? Ja? Hm? Ja, fangen wir ja, an. Ja, los geht's mal! 3, 2, 1, let's go! Ich hoffe, es ist laut genug. Hi. Ja, toll. Das muss irgendein Gewinnspiel sein. Ah, okay. Wegen dem Big. Der hat das Zeichen auch irgendwie. Wofür war die Werbung? Ausstellung, künstlerische Ausstellung. Ich kann immer gleich wieder schlafen gehen. Da muss jetzt irgendwo. Ich wollte gerade sagen, auf was will die Werbung hinaus? Ich wusste, dass irgendwas Unerwartetes passiert, aber. Krabete-Lande-Tokuo-Suru-Hikkoshi-Lyokin-Hikkaku-Saito-Hikkoshi-Samurai. Okay, die ist eigentlich recht gut gemacht. Okay. Da kommt jetzt eine unerwartete Werbung. Der gibt nicht. War der gerade noch ein Ball? Ja. Was? Bestes Sushi. Oh, jetzt. Ich bin ein Spitzenkoch und ich esse Fertignudeln. Geil! Und der Tennisspieler, der voll die Nudeln serviert. Schneller als Spitzensportler.
Bestimmt so dieses Katzencafé oder so, ne? Wahrscheinlich kommt jetzt was ganz anderes, irgendwas so total Unerwartetes. Hundewerbung. Kaufen Sie sich Schokolade. Medifas. Futter. Medifas. Aber Tiere dort sind so teuer, ey. Ja, die größeren Glocken. Das sind Reisekoffer. Also kommt gut herum. Die haben sie halt überall mit hingenommen, ne? Ja. Und mit kleinen Früchten und Getränken und wie. Aber was ist die Werbung? Das neue Reiseticket, Wochenendticket. Oder wieder die Suchmaschine. Ja. Ja, das ist wieder die Suchmaschine von Anfang. Recruit, ja. Kinderschokolade. Warum haben die Pizza? Also Pizza hat nicht mehr, sagen wir mal Pizzas an. Ja, die hatten doch gerade, die Kostüme waren auch Pizzastücke in überall, schau. Lecker. Laserbeam. Ich dachte, das ist nur mit Spielen bei dem Video. War ganz logisch. Echt? Schuhe? Ja, das war eine Schuhwerbung, aber das war nicht logisch. Das war ein Lasertag-Werbung. Schau, wie viele Netze deine Haare sind. Ichikamichi Hada Massage Mask. Das war's für die heutige Folge. Jungs und Mädels, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es ist weird wie immer. Man kann einfach nicht, kann immer nicht kommentieren, weil man nicht weiß, was auf ihn zukommt, so wirklich. Auch wenn man dort war und das alles eigentlich gesehen hat vor Ort, ja. Man kann es nicht einschätzen, wofür das Ganze richtig. Eigentlich hier ist. Ey, richtig krass. Naja, dann sage ich mal danke, Klepp, dass du da warst. Und wir machen gleich noch eine Folge und ich sehe dir dann demnächst. Ciao. Sayonara!